Guten Morgen, liebe Bewohner. Es ist Donnerstag, der 9. April 2020 um 10.04 Uhr. Auf die. Heute gibt's eigentlich gar keine Neuigkeiten, aber. Habt ihr schon mal Obst geschält und die Schale in einem Stück. Die Schale ist in einem Stück geblieben? Fühlt sich gut an, oder? Hab ich nie gemacht. Liebe Güte. Das war jetzt wirklich. Das war jetzt nicht wirklich Neuigkeiten, oder? So, heute Spaß euch an. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Animal Crossing New Leaf. Heute Morgen um 10 Uhr. Ich bin müde. Ich bin wach. Der Chat funktioniert nicht. Darum, falls mir jemand schreiben tut, sehe ich es leider heute nicht. Was eigentlich echt ärgerlich ist, weil ich gerne doch diesen Importer. Meine Fresse, da ist der Joy-Con Drift am Start ohne Ende. Ja moini! Ich will doch nur nach oben gehen. Hab das vorhin ausprobiert. Dieser Punkt auf dieser Kalibrierungskacke, der zeigt halt an, wo das Ding gerade hin zeigt. Der wobbelt immer zur Seite. Immer zur Seite. Der ist gar nicht nach oben. Die ganze Zeit, der wobbelt immer zur Seite weg. Und das ist echt scheiße. So. So, reicht mir jetzt. So, ich hab meinen Scheiß. Musik. Vielleicht sollte ich mir noch mal eine Anlage draußen hinstellen, oder? Egal, ich gehe jetzt mal rein. Oh, ich bin im Moment echt hart genervt und ich merke, dass das in meiner Art auch irgendwo drin ist. Dieses genervte, vielleicht ein bisschen gereizte, generell durch den Joy-Con Drift. Nervig sowas. Aber ich versuche halt ein bisschen da zu bleiben. So. Ach, mein Nachbar heute Morgen wieder am Nerven, ey, weil. Ich bin noch nicht hingegangen. Ich lass einfach mal laufen, so. Was ist denn das andere hier? Fußbodenspot kommt ins Lager, den brauche ich noch woanders. Ich habe Ideen. So. Ich habe ja gestern habe ich ja nur einmal gespielt, aber dafür möchte ich heute wieder zweimal machen. Allerdings nicht so große Sitzungen wie sonst. Denn ich weiß nicht, ich bin immer noch platt und so. Und ich dachte jetzt gestern, ich dachte heute Morgen, ich gehe duschen. Und dachte dann, ich lasse es. Weil, oh guck mal, das war gewachsen hier, cool. Weil, ich gehe morgen duschen. Denn morgen wollte ich eigentlich einkaufen gehen. Da ist es mir eingefallen, das geht ja gar nicht morgen. Morgen ist Karfreitag. Da haben die Läden zu. So, ich habe eine neue Errungenschaft bekommen. Und zwar ganz unten. Da, 20 Tage. Ja, moin. Aktiver Spezialist. Ja, moini. 50 Tage des nächsten Jahres. Jetzt habe ich hier meine wunderschöne Treppe, aber noch keine Möglichkeit, hier wirklich anständig runterzugehen. Ja gut. Was habe ich denn zurzeit dabei? Nichts. Habe ich Geld? Nö. Okay, wie wär's denn, wenn wir uns erstmal um meine Aufgaben kümmern? Die täglichen doppelten Punkte hier. Stein kloppen, Holz hacken, was bauen, Insekten fangen und. Gibt Sachen für Sterne nichts aus? Ja, da brauche ich erstmal Geld für. Gut. Hier ist was entstanden. Ja, siehste? Das siehste? Es lohnt sich doch, Sachen zu gießen. Ist hier auch was Neues? Nee, schade. Ilona und Dinge rennen hier rum. Hier, moin. Hallo, guten Morgen. Oh
keinen Bock, großartig jetzt vorzulesen. Nenn mich Carlos, das finde ich schön. So. Ich brauche das einfach im Moment, das Animal Crossing-Ding. Ein bisschen Ruhe und einfach kein Generv von irgendwelchen Sachen, die im Moment sowieso einfach immer in die Fresse halten sollten, ganz ehrlich. Immer noch sehr nervig, dass der Chat nicht funktioniert. Ich wundere mich sowieso, warum der heute Morgen nicht geht. So. Steinklumpen, da ist ja ein Stein. Ein Glück. So, Vorsicht, ich brauche Stein. Wenn sich wer wundert, warum ich keinen Stein mehr habe. Vorgestern war hier der Springbrunnen, der große, im Angebot, sag ich mal so, Ankaufsgedönse. Und da musste ich natürlich zulegen, dass ich, mir das Ding da kaufe. Verkaufe, genau. Weil der bringt so schon, ich glaube, 12.000 oder sowas. 11.700, glaube ich. Hoppla. Joy-Con Drift on Point hier. Da dreht er sich einfach zur Seite weg. Jemand meinte mal im Chat letztens, ja, da muss ich zwei Löcher hinter mir machen, aber das ist ja nicht, das ist ja kein Rückstoß. Bei Bäumen gibt es keinen Rückstoß. Hier gibt es bei Steinen. Aber den habe ich im Griff, den Rückstoß bei Steinen. Das habe ich auch schmerzlich lernen müssen, wie das geht. Nur ist es halt mit dem Joy-Con zurzeit echt kacke, dass er irgendwie immer zur Seite zieht und das ist halt blöde. Ich finde es nervig, dass der Chat nicht geht. Da, Top-Ankauf des Tages, oder wie es heißt, ne? Was ist denn heute der Top-Ankauf? Gedenkstein, jawohl. Müssen wir mal gucken, was brauche ich denn noch an Sachen? Insekten, Sachen bauen, Geld ausgeben. Sachen bauen könnte ich, wenn ich Holz hacke. Vielleicht kann ich einfach noch ein bisschen Holz hacken, dann finde ich vielleicht irgendwas aus Holz. Irgendwas Einfaches zu bauen. Warum nicht? Ne, warum sollte ich jetzt nicht die Bäume alle abholzen? Gib mir mal den Ballon da hinten. Oh nee, das wird nichts mehr hier. Moment, in welche Richtung fliegt der? In die, ich dachte, der fliegt in die andere Richtung. Oh mein Gott. Ein Glück. Eisenerz, das wird ein bisschen helfen, denke ich. Bei den Sachen, die ich bauen kann. Ich muss ja nicht unbedingt irgendwas bauen, was ich verkaufen tue. Eine Lufteier brauche ich noch. Ich glaube, ich habe keine Lufteier mehr. Nee, das ist mir zu gefährlich. Ich denke mir, wenn ich irgendwann genug Bäume hier habe, Bäume, Blumen, dann sieht das hier alles ganz schön aus.
Ja, gut, hier in diesem Stadtgebiet, hier mit den Häusern ist jetzt ein bisschen meh mit den Blumen, aber drumherum wird es ganz schön. Ich glaube, hier könnte ich nochmal so einen dicken Wellenbrecher hinstellen später. Mal gucken. Habe ich sowieso vor, in Strandnähe Wellenbrecher aufzustellen. So, den hier. Umziehen, das kriege ich hin. Maulwurfsgrille, ah ja. Bauteile. Das sind, glaube ich, drei Sachen, die ich bauen muss, oder? Ich finde es schön, dass die hier wachsen. Das sind die Pinken. Die sind entstanden, weil Rot und Orange sich zusammengebunden haben, glaube ich. Oder so. Ich kenne die Mischverhältnisse nicht. Ich habe da heute Morgen irgendwas zu gelesen, aber nichts rausgefunden. Hallo, zwei Zuschauer auf meiner Liste. Da stehen jetzt zwei. Leider funktioniert der Chat nicht, weil Twitch schon wieder meint, ja, nee. Blöd. Ist halt ärgerlich. So, vier, davon kann ich einbauen. Diese Stühle. Davon wollte ich eigentlich. Ich wollte gerne solche Bänke haben in der Richtung. Ich weiß einfach nicht so. Oh, Gullideckel, genau. Die wollte ich bauen. Unter anderem. Wollte noch ein paar mehr davon in der Stadt bauen. So, eine Pfanne brauche ich nicht. Holzteil. Stuhl, Dingens. Nee. Aber hiervon kann ich was bauen. Das kann ich auch verkaufen, das werde ich mir nirgendwo hinstellen. Ganz ehrlich, ich bin nicht so der Deko-Mensch, glaube ich. Allerdings will ich trotzdem die Insel irgendwie irgendwann auf Level 5 haben. Aber das wird sich alles noch lange ziehen. Wir werden uns hier erstmal geschmeidig Zeit lassen. Animal Crossing ist ein Spiel, was so gut und gerne geschmeidig viel Zeit lässt. Fangen einen Goldfisch. Kann ich gerade gar nicht. Ich habe gar keinen See. Aber der See wird wiederkommen, wenn ich Platz geschaffen habe. Das wird ein paar Tage dauern. Er ärgert mich. Oh, was haben wir? Oh, wir haben einen Herd. Eine Kaffeemaschine. Ja, muss mal gucken. Ich will was verkaufen, natürlich. Ich brauche den Herd für meine Küche. Ich habe noch gar keine Küche in meinem Herd. Quatsch, gar keine Herd, gar keine Herd in meine Küche, genau. Gar kein Herd in meiner Küche, so. Hier kann der Deckel doch nicht, hallo. So, ja. Ein bisschen Geld, okay. Aber nur ein bisschen. Gut, meine kleinen nervigen Freunde, was wird das hier? Ein Gasherd, ist mir doch was für ein Gas, der macht. So, kein Geld mehr. Was gibt's hier noch Schönes? Ja, vielleicht gibt's hier was. Ich glaube nicht, dass hier irgendwas Neues bei ist. Nee, aber hier vielleicht irgendwas Interessantes. Weiße Ziegelwand, Lehmwand. Minimalwand. Ja, nee, zur Zeit, ey, nö. Nö, kann ich da nur sagen. So, Kinders, ich bin mal eben auf dem Weg nach draußen. So, was habe ich denn hier Schönes? Ja, den Kanaldeckel. Wo kann ich den denn hinpacken? Hier auf die Ecke vielleicht. So, hoffen, dass das Joy-Con Drift mir nicht schon wieder hier irgendwas versaut. Nee, doch. Oh, ganz knapp. Ach man, jetzt hat es wieder versaut. Das Drecksding zuckelt immer zur Seite weg. Das ist schlimm. Schlimm nervig. Ein Grashüpfer.
Wie eine Heuschrecke, eine Nasenschrecke. Nasenschrecken machen nasig schreckliche Sachen. So, jetzt bin ich aber mal am Überlegen. Wo kriege ich denn. Oh, vielleicht sollte ich erstmal Routinen abmachen. So. Routine heißt, ich gucke mal am Strand lang. Ob hier irgendwas ist. Ich snack nebenbei ein paar Schmetterlinge. Klau mir den Unkrautkram hier weg. Und halte Ausschau nach diesen Dingern. Nach Löchern. Denn ich bin ja. Ich brauche ja noch. Wie heißen sie? Fossilien. Und am Strand gucke ich halt hauptsächlich nach der Flaschenpost. Denn es gibt ja meist täglich eine Flaschenpost. Hier zwischen den Bäumen wird nichts sein. Obwohl, hör mal, jetzt sehe ich hier dieses Ding auf dem Gehweg. Das heißt, dass doch solche Löcher auf Böden, auf anderen Böden entstehen können. Das heißt, zwischen den Bäumen kann auch jederzeit was sein. Das ist ja ärgerlich. Das ist ja sehr ärgerlich. Das heißt, ich muss hier trotzdem zwischen den Bäumen rumrennen und hoffen, dass ich irgendwas sehe. Ja, nur. Da, ich hab's doch gewusst. Ist einfach mal geraten. Jetzt weiß ich Bescheid. Allerdings sehe ich die anderen Reihen nicht. Gummi. Heute geht es wieder darum, Geld zu sammeln. Sind die ganzen Bäume eigentlich am Dingsen hier? Die haben alle Früchte. Das heißt, entweder ernte ich sie oder ich lasse es. Da ist unsere Flaschenpost, das ist sehr schön. CJ, was macht er da oben? Der Fischtyp, ey. Warte mal eben. Wieso ist er hier oben? Hier kommt kein Mensch hin. Hör mal, stopp mir Fische aus, ne? Außerdem kauft er mir Fische für den anderthalbfachen Preis ab. Ich sollte mit ihm reden. Hey, CJ, mein Alter. Ich bin Lomeos, er leckt mich am Lomeos und CJ. Angelchick. Fünf Fische in der Länder, das schaffe ich doch. Logger Flurry, gib mir das. Hier oben sieht es echt ein bisschen leer aus, ne? Ja, kommt noch. Hier kommt noch Bambus hin, denke ich. Fischmann. Egal, ich würde mich jetzt erstmal um andere Sachen kümmern. Wie zum Beispiel die Löcher im Boden nochmal. Die Flaschenpost habe ich. Flaschenpost, Moment. Taro Blablasels, Mira. Sagt mir nichts. Ein Muschelhocker. Lol. Wie sieht er aus? Das möchte ich wissen. Der Muschelhocker. Da war der gerade. So sieht er aus. Oh, den kann ich ja an den Strand stellen. Oh. Das fände ich schön. Wenn hinten an meinem kleinen Strand so ein schöner kleiner Hocker steht.
Ja, dafür muss ich erstmal Muscheln finden. Ich habe ja letztens alle meine Muscheln verkauft. Oder habe ich die nicht verkauft? Ich bin jetzt nicht sicher. Weißt du, bei der Gelegenheit könnte ich dann trotzdem mal Muscheln sammeln. Weil wenn ich so einen Hocker bauen kann, dann sollte ich das auch tun. Fisch. Ich habe keinen Bock auf Wasser. Ja, komm schon. Mir geht's heute gar nicht gut. Also mir ging's gestern schon nicht gut. Jetzt nerv ich die ganze Zeit meinen blöden Nachbar. Ich weiß nicht. Also soll man geschmeidig bleiben, ganz ehrlich. Ich mach das, wenn. Also er will ja, dass ich draußen unbedingt meinen Hof sauber mache. Meine Terrasse hinten. Weil ja, die Folge ist einfach so nicht sauber, ja. Aber ganz ehrlich, Bums, wann hat er mich voll genervt? Um 9. Ich war vorhin am Pennen. Hab das Klopfen nur so flüchtig gehört, aber dachte mir so, ne, da gehe ich doch jetzt nicht hin, bin ich weg. Ob ich sein lasse. Ganz ehrlich, ich mach das, wenn ich es möchte. Außerdem fühle ich mich gerade nicht gut und andererseits ist auch dieses ganze Corona-Zeugs da und wir sollen ja eigentlich drin bleiben und nicht unnötig rausgehen. Ich halte es für sehr unnötig, rauszugehen, einfach nur die Terrasse zu fegen. Ganz ehrlich, nur weil er meint, ich soll die Terrasse fegen. Hä? Ich kann doch was droppen, hallo? Ich kann nichts droppen. Ach, ist das belastend. Scheiß, bin ich zurzeit echt psychisch total durch, ey. Ich muss einfach mal telefonieren. Meine Betreuerin, die hatte mich angerufen und ich hatte das Handy nicht gehört, weil das auf tonlos im Wohnzimmer liegt. Da hab ich keinen Bock zurückzurufen und so. Der Telefon sehe ich, das ist echt doof. Hier kommen immer wieder mal Zuschauer rein, das sehe ich immer wieder oben an der Zuschauerzahl. Aber, ja. Ich kann halt nicht mit dem Chat interagieren, weil da nichts funktioniert. Der Verbindung zum Chat läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. So wie sonst abends immer läuft das jetzt tagsüber und das ist echt ein bisschen belastend. Ich verstehe gar nicht warum. Ich benutze schon hier den Browser-Gedönse. Ich habe kein Smartphone oder sowas. Hätte ich ein Smartphone, wäre das alles einfacher. Aber nee, habe ich nicht. Nein, Mann. Ich bin froh, wenn hier anständige Bänke stehen, dann läuft er da nicht mehr rein. Das Ding, den Scheiß. Die Muschel, die ich nicht brauche. Korallen. Andere Muscheln. Ja. Was grübt mein Nachbar da draußen rum, ey? Was soll denn das? Kann er nicht einfach mal seine Dämpfe hier versammeln, ey? Ganz ehrlich. Er rüllt immer rum. Mann, egal, wenn er sieht oder hört. Mann!
selbst wenn ich in meiner Küche bin, die Türen spalt auf habe, weil ich, wenn ich morgens mir irgendwie Pfannkuchen mache oder sowas, keine Ahnung. Denn, weil die Küche hat kein Fenster, die hat nur eine Tür, direkt die Haustür. Und wenn ich nur einen Spalt aufmache, damit die dicke Luft da rausgeht, und er hört da irgendwas klimpern oder so, dann grillt er direkt, bang, und ich denke mir, jedes Mal kriege ich einen halben Herzinfarkt dabei. Was soll denn das? Mein Gott, morgen doch mal woanders hin, ey. Ganz ehrlich. Bleib doch einfach in deiner Bude, Alter. Ganz ehrlich, wenn er krank wird und Corona kriegt, das würde mich nicht wundern. Rennt den ganzen Tag draußen rum, rennt den ganzen Tag durch die Gegend. Hält keinen Abstand. Ist ihm völlig egal alles. So, jetzt muss ich erstmal Sachen wegtun. Ich kann nicht die ganze Zeit mit dem ganzen Scheiß in der Tasche rumrennen, das geht nicht. Uff. Ja, jetzt habe ich's gegessen, egal. Komm. Ich brauche die ganzen Eier im Moment für diese Kleider, die ich bauen kann. Denn die bringen eine Menge Geld, weil die am meisten Eier benutzen. Dieses große Osterei-Kleid-Gedöns, das bringt mir halt am meisten Geld und das ist ganz, ganz gut. So, ich weiß gar nicht, wen ich den Herd jetzt hier hinschmeiße, so. Ist was neben. Das heißt, vielleicht muss ich den Kühlschrank woanders hinsetzen. Obwohl, eigentlich ist es egal. Macht er auch Geräusche? Nee, nicht der da. Der da. Ah, er läuft. Nein, nicht die Lampe. Kann ich da eigentlich vielleicht auch was anderes? Also kann ich da was raufstellen eventuell? Ich habe dann nämlich noch eine Pfanne. Ich habe ja noch ein paar andere Geräte, aber die kann ich jetzt nirgendwo hin tun. Jetzt mal einfach so gesehen, hier die Pfanne. Das ist doch nice. Guck dir das an, da fehlt nur noch mein Zeug drin. Apropos Zeug drin, habe ich die Aufgabe gerade Sachen zu designen? Design zu ändern? Nee. Dann wäre das doch perfekt für gleich nachher einfach mal. Ja, wenn ich die Aufgabe kriege, dann das Design zu ändern. Denn ich habe das mal, glaube ich, gesehen in so einem Video. Da hat jemand die Pfanne, das Design der Pfanne geändert und ist da einfach mal Essen drin. Das würde mir gefallen, wenn da einfach mal Essen auf dem Herd steht. So, ich habe noch eine Aufgabe, zum Beispiel mich umzuziehen. Lege ich mir mal eben fix ein neues Outfit zu, beziehungsweise, ja, ich werde gleich sowieso wahrscheinlich runtergehen zu den Igel-Schwestern und dann einfach da was Neues kaufen. So. Wo ist der Mundschutz hier? Top. Ach, nein. Steuerung killt mich teilweise, ey. Ich weiß manchmal nicht, wo was ist. Wo öffne ich jetzt mein Smartphone? Wo ist jetzt dieses Menü? Wo ist das Menü? Es bringt mich so hart durcheinander. Hier, Yasupi. Yasupi, wenn man vom Teufel spricht, wa? Das macht mich glücklich. So, komm her. Dann muss ich die Pfanne mal eben holen. Hm.
Was soll ich denn sonst noch erinnern? Das Design. Ach, warte mal, erstmal brauche ich überhaupt diese Design-Gestaltungspakete. Wo sind sie? Ach, stimmt, diese drei Flusskrebse habe ich ja noch für Lumios. Ich wollte ja gerne Flusskrebse irgendwo hinstellen. Oder? Ja, mal gucken. Die habe ich jetzt auf gut Glück gefangen gehabt. Seitdem habe ich auch bis jetzt, ich glaube, nur ein oder zwei andere Flusskrebse gefunden. Bisschen enttäuscht. Oh, scheiße, ich weiß, was ich jetzt vergessen habe. Ich wollte ja eigentlich noch was zu trinken herholen. Denn ich merke gerade, dass ich Durst habe, meine Nase dicht ist und so. Jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Gemüse. Pasta. Sieht aus wie Carbonara. Ratatouille. Pizza. Und Misserfolg. Nein, bei der Pfanne ist kein Misserfolg. So gut bin ich schon, dass da nichts Misserfolgmäßig drin ist. Ist es das Gemüse? Es ist das Gemüse, was einfach nur verbrannt ist. Lol, einfach mal das Gemüse mit so einer verbrannten Textur drüber. Aber Pizza interessiert mich jetzt auch nicht so sehr. Ich würde schon entweder mit dem Ratatouille oder der Spaghetti gehen. Spaghetti, komm, nimm die Spaghetti. Ich stell mir vor, es sei so Käsesoße. Käseschinken, Gedönsesoße. Boah, das mache ich mir nachher auch. Käsesoße. Hatte ich die zuletzt oder die? Egal, jetzt mache ich mir eine weiße. Muss mal wieder mehr für Meilen tun. Die letzten Tage war ja echt ein bisschen meh. Ich habe irgendwie gefühlt irgendwie kaum gespielt. So, Inselager damit so. Das war auch so nicht so ganz gut. Ich weiß nicht. Ich fühle mich in letzter Zeit so viel platt und müde. Das ist schlimm. Aber ich muss halt trotzdem zumindest ein bisschen was machen. Und ich gähne immer. Es ist müde. Ich kann die Fenster kaum aufmachen, weil die Pollen draußen so scheiße sind, ey, ganz ehrlich. So, guck dir das an. Sieht das nicht gut aus? Das sieht doch aus, noch was zu essen, ne? Sehr schön. Die Küche entwickelt sich langsam. Allerdings ist es noch nicht das Gerät, was ich gerne haben wollte. Ich wollte mir ein schöneres Teil reinstellen. So, wenn man meine Nase macht. Komische Nasensachen, so. Meine Nase macht komische Nasensachen. Ich glaube, es leckert ein bisschen. Da habe ich leider keinen Einfluss drauf. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Blumen mitnehme hier. Ah, ich glaube, ich lasse es erstmal. Ich glaube, ich mache das so. Ich werde nach und nach jetzt die Häuser umziehen lassen. Und dann, wenn ich, sobald ich auch diese Brücke hier gebaut habe, diesen zweiten Aufgang, den ich hier hinsetze, dann kann ich ausrechnen, wie weit hier Platz ist. Aber dann muss ich immer noch das Museum am besten hier so zwischenstellen. Und diese beiden Läden auch hier so auf die Seite mischen und auf die Seite. Gucke ich, wo die Mitte ist und dann setze ich die da einfach hin. So, zack. Gucke ich mal, ob ich das mit Bäumen oder so dazwischen auffülle. Bäume und Blumen. Fände ich schön, glaube ich. Aber dann habe ich hier hinten immer noch einen Platz. Das ist eine Fundsache. Wer hat die denn bitte verloren? Mal die Leute fragen. Da ist Marianne. Hey Marianne, hast du zufällig eine Ahnung, wem das gehört? Willst du nicht mit mir reden? Ach so, du hast Flöhe. Okay, ist das deins? Das Ding.
Ilona, ja. Ilona ist meine beste Freundin. So, du hast Flöhe, warte mal eben. Du laufender Flohzirkus, du. Heute muss ich mal wieder Geld sammeln ohne Ende, beziehungsweise ich habe ja die letzten Tage schon Geld ohne Ende gesammelt. Also wie geil ich da drauf bin zurzeit mit Geld sammeln, ey, das ist hart. So, Ilona? Ilona allein wohnt ja hier hinten irgendwo, ne? Aber vielleicht ist sie draußen. Grisha wohnt jetzt auch hier oben. Da oben. Ja, dann kann ich sein Haus jetzt, den alten Platz, wo er Mara endlich zubauen, hier wohnen. Ist Ilona zu Hause? Nee. Die eiert hier irgendwo rum. Die kann im Grunde überall auf der Insel sein. Oh, guck mal, da ist eine Römertulpe entstanden. Geil. Sind hier noch mehr entstanden? Nö. Aber es ist schön, wenn hier welche entstehen. Ich freue mich über jede Blume, die hier neu entsteht. Ich hoffe, ich habe immer die Hoffnung so ein bisschen, dass neue Sorten entstehen. Also neue, die ich noch gar nicht habe. Gibt ja doch noch ein paar, die ich noch nicht gesehen habe. Ich finde es aber schade, dass ich trotzdem nicht alle Blumen finden kann. Denn Rosen zum Beispiel habe ich noch nirgendwo gesehen. Oder Chrysanthemen oder was weiß ich, wie die alle heißen. So, das solche Ding habe ich gesehen, da gehe ich aber noch nicht bei. Hier war mal ein Haus, das kommt noch zu. Da muss ich hoch. Wo ist denn Ilona? Hm? Irgendwo muss er sein. Ach Mist, habe ich jetzt vorhin meine Fische beim Dingens verkauft? Alter, ich bin so strunzendoof, ne? Ach. Fische kann ich jetzt heute bei Lomeos verkaufen, ey. Warum habe ich sie dann da oben abgegeben? Shit. Ach ja, klar, weil ich die Tasche voll hatte und weil ich meine Aufgabe noch nicht erledigt habe. Eine noch. Da. 12.000 Aufgaben gleichzeitig. Läuft ja nichts weg im Grunde, ne? Zeitdruck habe ich auch keinen. Allerdings wollte ich nur bis 12 Uhr machen etwa. Danach mache ich mir ein bisschen Mittag und Zeit lassen und so. Und für mich ein bisschen Sache. Wo ist denn Ilona? Hat sich doch nicht zwischen den Bäumen verlaufen, oder? Die ist hier irgendwo. Mann, jetzt dreh dich doch mal anständig hier. Da ist ein einfarbiger Ballon. Der interessiert mich gerade ein bisschen mehr. Ach, weißt du was? Ich habe keine Zeit, 3 Jahre zu warten hier. Außerdem stehe ich an der falschen Stelle.
So. Fünftausend Sternis, ja moin. Ilona habe ich immer noch nicht gesehen, ne? Wo ist sie denn? Oh, hier ist eine Blumenentstandung. Wow. Und hier noch nichts. Wow. Meine Fresse, wo ist sie? Ilona. Ilona. Hast du Ilona gesehen? Der 12. ist es Samstag. Ilona, was machst du hier? Ein Business Blazer, davon habe ich schon einen. In Blau. Der hier ist rot. Okay, den kann ich weiterverkaufen. Der ist so orange-rot. Ich weiß nicht, wie ich den bezeichnen würde sonst. Der Chat geht einfach nicht. Ich finde es echt zum Kotzen. Nelly ist hier drin. So, erstmal mein tägliches Begrüßen von meiner neuen besten Freundin Sina. Hallöchen. Da habe ich eine PN bekommen. Ja, moin. Die kann ich leider auch gerade nicht öffnen. Wir hatten schon einmal woanders eine Schneiderei, die uns unsere... was? Die uns unsere Eltern hinterlassen hatten. Aber dann ging Mina auf Reisen und auch all unsere Freunde zogen weg, um neue Sachen auszuprobieren. Deshalb haben auch wir uns zu einem Neustart entschlossen. Und so sind wir auf diese wirklich wunderschöne Insel, auf dieser wunderschönen Insel gelandet. Oh cool, ja. Es war definitiv die richtige Entscheidung, herauszukommen. Hier passt alles. Allein die Landschaft. Und die vielen netten Leute. Aber manchmal vermisse ich unseren alten Laden. Muss ich zugeben. Geht mir genauso. Wir hatten den alten Laden ja ziemlich lang. Da hängen viele Erinnerungen dran. Nun ja. Es gibt ihn ja noch. Bevor wir in den Fluten von Nostalgie ertrinken, können wir ja hinreisen. So schlimm wird die Sehnsucht aber nicht werden. Außerdem, was jetzt zählt, ist diese Schneiderei hier. Damit triffst du den Nagel auf den Kopf, Schwesterchen. Lass uns weiter hart arbeiten. So ist es. Unsere Tina, so ist sie. Unsere Tina. Das Motto, ohne Fleiß kein Preis, stand bei ihr schon immer hoch im Kurs. Mit dem alten Laden, tja, das ist halt eine, das, zweischneidige Angelegenheit. Wird es auch immer bleiben. Aber ich bin definitiv froh, dass wir jetzt hier auf der Insel sind. Es hat uns enger zusammengeschweißt. Jo moin. Nelly, was machst du hier? Oh, Koloss. Schön, dir hier zu begegnen, aber irgendwie auch peinlich. Moin. Du könntest ja auch ein wenig Selbstbewusstsein in Bezug auf Mode, du könntest ja sehen, wie wir... Ach so, ja. Ist mir doch egal. Aber mich spontan für etwas zu entscheiden. Ich will immer erst noch einmal drüber schlafen. Gleichzeitig habe ich dann aber Angst, dass mir jemand mein Outfit wegklaut, während ich überlege. Das kenne ich, aber nicht mit Outfits. Was sind das denn für Schuhe? Oh, ich muss mal eben gucken, was es für Klamotten gibt. Arztkittel. Ne, den finde ich nicht toll. Blusen ziehe ich nicht an.
Ringelpullis. Superheldenkostüm, ja moin. Was sind das denn für krasse, komische Brillen? Kunststoff-Sonnenbrille. Nee. Business-Schuhe. Ja, dafür nehme ich welche mit. Was sind das für Stiefel? Die Stiefel... Ich habe schon so viele Stiefel. Aber solche habe ich noch nicht. Nein. So. So, mal gucken. Business Blazer, Dingensgedönse. Gut, ich bin dann erstmal fertig vor. Hier ist nicht. Heute echt nichts los hier. Generell irgendwie ein bisschen doof, das Ganze. So, ich brauche noch 3 Euro, mindestens. Wie mache ich jetzt Geld? Ich habe meinen Kescher kaputt gespielt. O's Nachricht von heute ist wieder Blödsinn. Es ist Müll, den ich nicht mehr brauchen kann. So, ich weiß jetzt, was ich tue. Ich gehe erstmal hier hin und mache die Dinger analysieren. Dann hole ich mir neuen Kescher und dann reden wir mit Lumeus. Theoretisch muss ich mir immer irgendwas zu trinken holen. Jeden Moment. Dann kann ich auch kurz mal gucken, ob das mit dem Chat wieder funktioniert oder wie das wieder funktionieren will, ey. Hier, nimm. Oh, ich hab gar nichts. Gut. Alles verkaufen. Ich stehe drauf, Fossilien zu verkaufen. Aber danach muss ich jetzt echt gleich los, mir was zu trinken holen, ey. Sonst vertrockne ich hier gleich. Ich wusste vorhin vom Stream noch so. Irgendwas wollte ich noch tun. Ich hab's vergessen. Shit, was wollte ich machen? Ja, und dann habe ich es einfach sein lassen. Ja. 10.000 Sternis glatt. Ja, moin. So. Ah. Insekten fangen. Gut, bei der Gelegenheit gehe ich mal eben rüber und hole mir was zu trinken. So. Muss ich aufstehen und Kopfhörer wegtun und alles. Ich guck mal in den Chat, wa? Ganz kurz. Hier ist der Chat. Geht der Chat nicht? Nee, der Chat geht nicht. Mal gucken, kann ich das aktualisieren? Vielleicht macht er ja irgendwas. Verbindung zum Chat läuft und läuft und läuft. Jetzt hat er einen Chat. Der Chat geht. Der Chat geht jetzt! Jetzt hole ich mir trotzdem was zu trinken. Scheiße. Ach, jetzt lese ich da eine Nachricht. Mein Mikrofon fällt um. Nice, der Chat geht. Schreibt der Moktopus. Ja, Kredite. Die müssen trotzdem zurückgezahlt werden. Genau da liegt das Problem. Ich habe mal selber mit einer Band was echt
kleines veranstaltet für 100 Leute und hatte Investitionen von 50.000 Euro. Jetzt kannst du einfach hochrechnen, wie es mal eben bei 10.000 Leuten, weil das Geld kriegst du nicht mehr rein. Alles zu viel Geld. Koloss. 50.000. Habe ich 50.000 gelesen? Oh. Das sind nur 3 Nullen. Ja, das sind mir zu viele Nullen. Ich bin ja selbst eine, also, ja, blöd. 50.000. Heute hat der Mo mal wieder eine andere Farbe im Chat. Jeden Tag hat er irgendwie eine andere Farbe im Chat, weil das irgendwie zufallsbedingt ist. Früher war das mal irgendwie so weit, ich weiß, dass man das einstellen konnte. Oder zumindest seine eigene Farbe. Verstehe ich nicht. Heute ist er grün. So ein frisches Apfelgrün. 50.000 für 100 Euro wäre richtig heftig. Kannst du 1.000 Leute für einladen? Dann. So, was muss ich denn jetzt machen? Ja. Aber die müssen doch eigentlich doch noch Geld haben, die sie von den vorigen Veranstaltungen bekommen haben. Ich bin halt ein guter Kraken. Ja, jeden Tag hast du eine andere Farbe irgendwie. Echt lustig. So, jetzt muss ich mal nachdenken. Was brauche ich denn jetzt noch? Oh, ein Prachtkäfer. Oh, kein Kescher. Okay. So. Der Karaken. Ein Glück, dass ich das Emote-Limit abgeschaltet habe vor einiger Zeit. Denn irgendwer hatte mal 2 Emotes reingeschmissen in den Chat und der hat direkt geblockt. Hat jemanden direkt wegblockiert. So, ich brauche jetzt ein paar Stöcker und ein bisschen anderen Scheiß hier. Eisen. Oh, ich find's schön, dass der Chat jetzt geht. Fast eine ganze Stunde ohne Chat war ich doof. So Angst. Ich habe die ganze Zeit irgendwelche Angstzustände. Das ist nicht schlimm. Ich habe Angst, dass mein Nachbar hier um die Ecke kommt und wieder an mein Fenster klopft. Das macht mich nervös. Das war früher schon so. Da habe ich einen Nachbarn gehabt. Der hat auch immer geklopft. Und dann hat er geredet. Und geredet. Und geredet. Und geredet. Und geredet. Und er hätte ich irgendwann nicht gesagt, so, ich muss mal langsam los. Ich habe noch Dinge zu tun. Dann hätte er mich auch noch die nächsten 12 Stunden zugetextet. Ich sitze da die ganze Zeit und denke mir so, So, scheiße. Oh, wenn ich noch so Nemo kriege, kann ich Nemo ausstopfen lassen. Will ich Nemo ausstopfen oder einen Krebs? Ich nehme die Krebse. Obwohl Nemo ausgestopft hätte ich schon gerne. Einen geilen ausgestopften Nemo hier. Den gönne ich mir. Ich muss erstmal was gucken. Steuerung, was will ich denn hier? Küchengedönse. Wo sind denn meine Muscheln? Ich suche doch diese Dingensmuscheln hier. Die hier. Okay, das sind 3. Ich brauche 5. Ich brauche erstmal 50.000 Sternis für dunkle Machenschaften. Ich meine natürlich für die Umgestaltung meiner Insel. Guck mal, Ingrid und Ingo, nee. Wie heißen die beiden? Richtig.
Ingo und Annegret. Zack, 50.000. Ich will wissen, was das jetzt für ein Baum ist, was er dazu sagt. Weil da wächst nie wieder Geld dran. Und Tatsache, es ist nur ein Laubbaum. Gemeinsam zusammenkommen und feiern, ja. So, wenn ich Ingo und Annegret hier oben lasse. Ich habe mir so überlegt, so von wegen hier so eine Allee oder sowas. Und dann hier kommt so ein großer Platz. Obwohl ja so ein großer, so viel Platz ist hier gar nicht für einen großen Platz, ne? Also ein relativ kleiner Brunnenplatz. Grisha. Grisha wohnt jetzt hier. Apropos Grisha wohnt jetzt hier, warte mal eben. Der ist ja relativ hell. Darum kriegt er eine schöne weiße Blume. Hoppla. Dem baue ich hier eine weiße Blume vors Haus. Richtig. Guck mal, wie schön das aussieht. Dosen, was? Sagen wir Dosenmusik laufen. Und Buchen, keine Musiker. Wer? Ich bekomme gerade nur die Hälfte mit. Fische fangen. Moment, Fische fangen? Fische fangen und Insekten fängen, genau. Goldfisch kriege ich nicht. Ich habe jetzt irgendwie dezent eine aufgehelltere Laune. Dadurch, nur dadurch, dass der Chat jetzt funktioniert, ganz ehrlich. Finde ich gut. Ed Kolos, wir reden gerade über die Veranstaltungsbranche und ihre möglichen Untergang durch Corona. Ach so. So wie Konzert und sowas, jo, die stehen ja im Moment ein bisschen krass auf dem Schlauch, ne? Wegen Geld und Sachen, die jetzt nicht mehr funktionieren und so. Außerdem gibt es da eine interessante Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen hattet, vor 10 Jahren war das, ich meine, das war vor 10 Jahren, die letzte Love Parade, wo jetzt dieser ganze Terror und, ne, Terror war das jetzt nicht, aber so ein Stress da war, wegen so Notausgangsgedöns und Blasels und Panik und oder so, ich weiß nicht, ich glaube, da sind 24, 25 Leute gestorben oder so. Und der Typ, der das alles irgendwie zu verantworten hat, ja, also dieses ganze Gerichtsverfahren und sowas, so wie ich das mitbekommen habe, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ich will jetzt nichts Falsches sagen, verjährt jetzt langsam und durch das ganze Corona-Ding können die da nicht arbeiten, nicht richtig. Und darum kommt der Typ dann einfach mal ohne alles davon. Halt, sind einfach ein paar Tote, ja moin, ist auch egal mittlerweile dann. Also, ne? Das finde ich übelst assi, sag ich mal so. Warum ändert man nicht einfach diese Sachen von wegen Tod? Warum verjährt sowas und diesen ganzen Stress und alles? Der ganze Prozess ist jetzt für den Arsch. Machen sich da die Mühe jahrelang, ich meine 10 Jahre lang jetzt läuft der ganze Kack, ne? Diese Prozesse und dann, ja nö, jetzt stellen sie es einfach ein wegen Corona und weil das jetzt verjährt, ja moin, Ende. Was ist das für ein Assi-Kack, ey, ganz ehrlich. Haben Menschen gestorben. Kann ich nicht nachvollziehen. Kann ich einfach nicht nachvollziehen. Wenn man so blöde sein kann. Ja, bei Love Raid war Kuschelbüffel am Start. Ja, ein bisschen zu krass, ne?
Ich meine, dabei sind so eine Handvoll Leute, ja, mehr als eine Handvoll Leute gestorben. Es ist schon krass, es ist schon krass gewesen. Ich habe das ja mitbekommen, ich war ja zu der Zeit, war ich da noch in der, nee, als die Love Parade lief, war ich, glaube ich, gerade so aus der Ausbildung raus, ich bin mir gar nicht sicher. Nee, Moment, 2010, gar nicht wahr, ich war mitten in der Ausbildung. Ich war am Umziehen, wir waren nämlich umgezogen im Sommer. Ja, zum September, glaube ich, hin. August, September rum waren wir am Umziehen. Und irgendwie kurz davor irgendwie war auch die ganze Love Parade Geschichte. Da habe ich den ganzen Kram sehr mitbekommen. Ich finde die Reaktion der Politik krasser. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich finde es ein bisschen schade, dass sich da nicht richtig drum gekümmert wird um die ganze Sache. Die ganzen Leute, die da davon überlebt haben, sag ich mal, die haben alle ein Trauma, keine Ahnung. Und ja, es ist einfach nicht schön. Es gab ja Gerüchte darüber letztens irgendwann, dass es wieder eine Love Parade geben würde. Irgendwann. Also, dass der Gedanke dazu wieder da wäre. Aber jetzt erstmal Corona, ne? Corona hat alles kaputt gemacht, ey. Kennt ihr so ein neues Meme? Es gibt so ein neues Meme-Blödsinnsgedöns. Nennt sich Coffin Dance. Das sind dann irgendwelche bescheuerten Szenen, wo so Leute anscheinend irgendwie. Ja, so diesen kurz Moment, bevor sie dann abkratzen oder so, keine Ahnung. Und dann ist da so eine Musik, ich habe keine Ahnung, was das genau ist. Ach so, ein Trance, Techno-Gedönse, ich weiß nicht genau. Und dann tanzen da halt so sechs Typen mit so Särgen. Das ist irgendwo ganz ulkig. Weiß ich nicht. Habe ich gestern das erste Mal gesehen bei Pizmo. Seitdem habe ich mir ein, zwei Compilations angesehen. Das ist eigentlich ganz witzig, aber die ganzen alten Dinger, die da ausgegraben werden, ey. Ja, die tanzen damit zum Sarg. Das ist echt irgendwie ulkig. Heißt einfach nur Coffin Dance Meme. Also Sargtanz Meme. Nee, Coffin, wie Sarg. Ist ganz ulkig eigentlich, also so schwarzer Humor ist da schon sehr bei, im wahrsten Sinne. Ich bin immer noch auf der Suche nach Muscheln, ne? Ja. Ich sehe. Hier oben beim Bambus wächst gar nichts. Das macht mich nervös. Es gibt ein Rezept, was ich gerne haben möchte, aber was ich wahrscheinlich noch lange nicht finden werde. Das Ding könnte ein Thunfisch oder sowas sein. Oh, das wäre cool. Der wird aufbewahrt direkt. Der wird ausgestopft, sobald ich genug dafür habe. Ja. Nein, es ist nur ein Barsch. So ein Arsch. Was ist denn für ein Blödsinn im Chat, Alter? Aber ich mag den Blödsinn, den im Chat veranstaltet, ey. Gestern Abend fand ich auch echt geil, irgendwie von den Zuschauerzahlen her, also ich weiß nicht, da waren zeitweise 5 Zuschauer dabei und das ist für mich schon eine Nummer. Wenn ich drüber nachdenke, so mit meinen YouTube-Aufrufen, ist das schon hier echt der Burner. Aber ich will trotzdem halt YouTube später wieder weitermachen.
halt so wie gehabt, sag ich mal, hier halt. Ich nehme was auf, schneide das, render das und lad's hoch. Denn ich habe ja noch eigentlich ein paar andere Spiele auf dem Plan. Ilona fängt das Ding noch nicht, oder? Komm schon, Ilona, hol's hier. Oh. Ich habe halt noch ein paar Spiele auf dem Plan, die ich let's playen wollen würde. Aber ich möchte halt auch nicht unbedingt das Stream vernachlässigen. Da werde ich halt versuchen, trotzdem beizubleiben. Zumindest, wenn ich's... Ich muss die Frequenz sowieso wahrscheinlich wieder runterschrauben später. Heißt also, sobald das Corona-Ding vorüber ist oder weniger wird, dass ich wieder zur Therapie kann und sowas, dann wird sich's halt wieder einpendeln ein bisschen. Dann wird's mir auch wieder besser gehen. Und ich werde mal gucken, ob ich Minecraft weitermache, obwohl im Moment habe ich an dem hier viel mehr Spaß. Aber ich würde jetzt auch nicht unbedingt nur 24 Minuten Minecraft machen. Da würde ich mir wahrscheinlich schon abends 1-2 Stunden oder länger nehmen und einfach mal so streamen wie jetzt zur Zeit gehabt. Fände ich im Grunde viel schöner. Allerdings, ja, 24 Minuten Minecraft ist mir manchmal zu wenig. Allerdings habe ich auch nicht so die Energie, um Minecraft zu machen. Morgentrunk. Was? Ich stehe erstmal auf für meinen Morgentrunk. Alles klar. Möpse. Da freut sich einer. Hey, was soll das denn? Ach so. Wodka am Morgen. Ja. Wohl. Kommt drauf an. Ich habe Wodka schon länger nicht mehr wirklich getrunken. Nicht, dass ich wüsste, vielleicht so Gemischzeugs, aber. Ich wollte mir gerne Gin Tonic demnächst von mir holen. Ich bin ja eigentlich so der Gin Tonic Fan, ey. Weißt du was, ich hab grad hier Bock zu, das zu bauen. Ich tingle halt heute ein bisschen um die Insel und so, versuche mit dir zusammen, damit ich ein Haus verschieben kann. Moment, jetzt mach ich meine Nase wieder lang. Was? Ich kann die Brüste nicht mehr drunter klatschen. Warum? Prost. Ich hätte gerne jetzt auch irgendwie was zu sagen, ne? Obwohl, ich bin schon so fertig, ne? Also, wäre für mich, glaube ich, gerade keine gute Idee. Lol. Das hat der Chatbot ja aber jetzt nicht einfach blockiert, oder? Ich glaube, der blöde Chatbot blockiert so Sachen, wenn die zu oft gespammt werden. Obwohl, ich würde das bestimmt im Chat angezeigt kriegen, wenn, oder? Verstehe ich nicht. Oh, ich bin so schlimm am Gehen immer, ganz ehrlich. Ich gucke immer auf die Uhr. Die Uhr läuft schon seit 3 Tagen nicht mehr richtig. Oder länger. Ich werde... Der Twitch-Chat lässt keine Zeit... Was? Zeit in Ruhe zu... Ach so. Ich dieses Ding zugebaut. Eine Erfolgsgeschichte. Oh, Fische. Fische werden heute gut verkauft, denn
Den. Ja. Komm, Fischi. Ich hab genug verkauft, oder? Pflanzen bescheuern Obstbaum, ey, ganz ehrlich. Oh Mist, wo hab ich meinen Baum gelassen? Wo hab ich meinen Geldbaum gelassen? Wo hab ich den jetzt hingepflanzt? Ich hoffe, ich hab den zu Hause gelassen. Ich bin gerade so dösig und hab den Baum irgendwo hingesetzt, oder? Ich weiß gar nicht, ob der jetzt da oben steht. Das kann ich jetzt nicht sehen. Das wusste ich aber auch. Shit, wo hab ich den denn jetzt einfach so hingepflanzt? Bin ich denn blöde? Oder hab ich da irgendwas übersehen? Nee, das kann nicht sein. Oh Mist, ich habe meinen Baum irgendwo hingesetzt. Der sollte doch nirgendwo hin. Ja, wohin? Habe ich den an mein Haus gesetzt oder irgendwo anders? Ich habe den an meinem Haus abgerissen, den anderen. Nee, mitgenommen. Aber habe ich den anderen da hochgepflanzt? Ja, ich suche den gerade. Ich habe das irgendwie. Bin ich gerade so dösig? Und habe den irgendwo hingesetzt. Warte mal eben. Hier ist er. Weil ich doof bin. Moment. Ich wollte eigentlich den anderen Baum pflanzen. Stimmt. Hier wollte ich den hinsetzen. Den hier wollte ich da hinsetzen. Nicht den kleinen. Der kleine, also die Geldbäume müssen bei mir immer oben stehen. Ich werde sie jetzt jeden Tag mit 10.000 Öcken vollschmeißen. So, fast voll. Da ist noch Fisch. Fisch bringt mir ganz viel. Okay. Das heißt, ich brauche nur eine Angel. Und was zu trinken. Ich habe irgendwie das Gefühl, Sodbrennen zu haben, so ein bisschen. Dabei habe ich heute Morgen nur Scheiße gegessen. Oder gerade weil ich Scheiße gegessen habe. Eine Insel im Kopf. Planet Minecraft. Okay. Ja, da habe ich schon ein bisschen was gesehen von, ne? Aber nur so ein bisschen. Nee, hier meine Dinge, ist die Teak-Insel. Versucht da in Minecraft nachzubauen, das finde ich sehr cool. So, warte mal kurz. Das hier. Das Ding. Insekten. Die drei Nemos da, die werde ich ihm geben, dann zum Verbraten. Für meinen perfiden Plan, einen ausgeschöpften Nemo zu haben. Wow. Willkommen im Club. Lul. Ach so, mit keine Insel, ja. Die Insellosen. Ich muss hier doch irgendwas machen, ey.
keine Dienst mehr. Lumeus, du Spacken. CJ, was machst du hier? Der Typ heißt eigentlich CJ, nur in der deutschen Übersetzung heißt er einfach Malumius. Weißt du, so ein Typ, der heißt doch CJ, ganz ehrlich. Warum haben die nicht einfach CJ gelassen, ey? Genauso wie der bescheuerte Carlson. Der heißt, im Original heißt er Flip, was viel cooler passen würde, aber nö. Gut, yo. Ich verkauf dir Fisch. Hoffentlich am 21. Mai. Denn, nee, dann könnten wir zusammen starten. Lul. 21. Mai? Bis dahin wird die Welt hoffentlich wieder ein bisschen funktionieren. Können wir vorstellen, dass da immer noch Ausgangssperre und Kontaktverbot in Bayern ist. So wie das hier ignoriert wird teilweise circa 6 Wochen noch. Ja, ich bin mal im Großen und Ganzen gespannt, wie lange das wirklich noch dauern wird. Die Leute sind einfach zu dumm zum Kacken und denken sich, ach ja. Weißt du, dann gibt es ja die ganzen bescheuerten Impfgegner, die irgendwas schnacken von dieser Herdenimmunität, die dann entsteht im Laufe der Zeit. Ja, wir müssen das einfach durchhalten, bis alle Menschen dieses Virus hatten und dann eine Immunität entsteht. Ja moin, wollt ihr jetzt wirklich jeden Menschen mit Corona infizieren, nur damit der Körper sich eigene Antikörper bildet oder was? Wie lange wollen wir da warten? Richtig, über ein Jahr. Das wird vielleicht bis zu 2 Jahre dauern, haben die letztens schon gesagt, wenn wir das so angehen würden. Aber das wäre doof, weil dann alle Menschen Corona haben müssten. Das wäre halt dumm. Dumm wie Brot. So, ganz ehrlich. Impfgegner sind doch der letzte Dreck, ey. Ganz ehrlich. Nur so wie Homöopathen, ey. Letzten Schwachköpfe, ey. Es hat doch gewirkt. Ganz ehrlich, dein Arzt hat dich verarscht. Der glaubt, dass du dumm bist. Wie jetzt? Ja, der glaubt, dass du dumm bist. Weil der weiß, dass du Geld dafür ausgibst. Und er kriegt dann noch eine schicke Provision dafür. Und im Grunde sind das nur alles Wehwehchen, die dir von alleine weggehen. Aber du glaubst halt, dass das Medikament dir geholfen hat. Beziehungsweise die komischen Globuli, das sind ja keine Medikamente, das sind ja Bonbons. Lomeus hat gerade ein Foto gemacht. Der ist die ganze Zeit am Selfies machen, der Arsch. So, warte mal eben. Ja moin, guck mal, jetzt bin ich heute wieder so fit hier und habe ein bisschen Geld jetzt schon wieder. Kann schon wieder losgehen. Oder es geht niemand mehr raus und die Infizierten werden getestet für ein Heilmittel. Easy. Ja, die sollen alle mal in so Lager gesperrt werden und dann. Weißt du, ich muss leiden dafür, dass die hier da draußen rumrennen. Die scheiß Zombies. Dann machen wir so Zombie-Lager. Genau. Blöd. Nee, aber irgendwas. Also, natürlich, keiner kann so richtig wissen, wer jetzt wirklich infiziert ist und wer nicht. Was wäre, wenn ich jetzt infiziert gewesen wäre und das bei mir einfach nur einen leichten Verlauf genommen hätte? Heißt nur mit meinem bisschen Erkältung, was ich letzten Wochen hatte. So ein bisschen Halsschmerzen, ein bisschen Husten hier, dies, das. Ich schieb's auf die Pollen, weil draußen ist Pollenzeitgedöns und ich bin im Moment sowieso seit 2-3 Wochen total dicht. Und dösig und dumm, keine Ahnung. Und da schieb ich das echt auf die Pollen. Kann aber auch gut sein, dass es Corona war. Dann hat sich aber mittlerweile bei mir echt, also es ist wahrscheinlich noch am Arbeiten, aber es hat sich mittlerweile schon so ein bisschen Richtung Antikörper und sowas halt entwickelt bei mir. Dann in dem Sinne. Oder ich bin einfach durch die Pollen total im Arsch. Ich schieb's noch auf die Pollen, weil ich immer noch total dicht bin, ey. Die Nase ist halt die ganze Zeit ein bisschen dicht, ich bin die ganze Zeit beduselt. Ich war letztens draußen und dachte mir hinterher, boah, erschieß mich bitte.
Oder es ist ein lustiger kleiner Placebo-Effekt. Ich alter Hypochonder. Ist im Keller dick fest. Feste Tür, Alkohol, Massen. Das wär's doch. Einfach mal so einen dicken Bunker. Alkohol und Gaming. Geil. Und Internet. Wir machen den ganzen Tag Party. So, guck mal. Ach, schon wieder. Ich mache jetzt erstmal was tun hier. Kauf dir Stacheldrahtzaun und bau die DDR nach. Nee, ich habe den Stacheldrahtzaun schon. Aber ich wollte jetzt ungern die DDR nachbauen. Hey du Honk, was hast du? Was wolltest du reden hier? Ich wollte was machen. Wir müssen das Haus umziehen lassen von Marianne. Denn Marianne steht jetzt im Weg rum. Irgendwer poltert da rum. Yay, Marianne zieht um. Ihr Haus zieht jetzt dahin, wo es hingehört. Moment, ich brauche noch was. Ich brauche noch einen Aufgang. Das ist der Aufgang, der letzte jetzt, den ich erstmal brauche. Danach muss ich echt mal gucken, was ich da noch so brauche. Einen Aufgang bauen. Cool, ich kann wieder umziehen. Alles einpacken mit Schleppen, voll cool. Yay, ich hasse Umzüge so sehr. Ich bin letztes Jahr, beziehungsweise ich bin jetzt innerhalb von 9 Monaten 2-mal umgezogen. Das war echt das Schlimmste, Dümmste und weiß ich nicht, überhaupt, ey. Mich fertig gemacht ohne Ende. Wenn ich umziehe, dann nächstes Mal nur mit dem Sinn dahinter, ey, ganz ehrlich. Für Arbeit oder irgendwas anderes, keine Ahnung. Hauptsache es hat einen Sinn und es hat eine längere Zukunft als nur ein paar Monate da in der blöden Butze, ey. Hier bin ich auch nicht gern und hier will ich auch nicht sein, ey. Ich weiß nicht, was sie gesagt hat. Was machst du denn hier? Willst du mich erschrecken? Wir hatten, was? Die Reaktion war auch nicht. Der Koller ist doch ordentlich aufhängen können in der Nachtabend. Ja, besonders wegen meinem Kalmar. So, Marianne zieht heute hier hin. Mir ist eigentlich egal, wo die Viecher wohnen, Hauptsache sie wohnen irgendwo. So, Marianne. Hier, Marianne. Marianne Fahrenberger, ne? Genau. So sieht's aus, wenn sie hier wohnt. Wie ein Haus. Marianne kommt aus Bikini Bottom. Keine Ahnung. Aus dem Marianengraben. Das könnten wir denken. Das wäre naheliegend, weil das Ding ein Tintenfisch ist. Ich wollte gerade irgendeinen doofen Witz machen, aber ich dachte mir, nee, das ist jetzt hier zu doof. Markus, du mein Guter, was machst du hier eigentlich? Hat er gesagt, Hallöchen, ich bin Markus? Wir kennen uns doch, hallo? Warum bin ich mal nicht so traurig hier?
Wo ist Dolly eigentlich? Die habe ich seit Tagen nicht mehr gesehen. Gestern habe ich sie, glaube ich, nicht mehr gesehen, oder? Wo wohnt Dolly eigentlich? Ach, die wohnt hier hinten. Direkt auf der Straße. Dolly wohnt auf der Straße. Dolly, was tust du? Der geht's leider. Was? Was? Ich kann kaum richtig lesen, meine Augen sind so dicht. So dicht? Nee, so. Ich kann nicht richtig sehen, weißt du? Alles so immer so leicht verschwommenen. Schlimm, ey. Also, ich hätte gerne auch eine Waschmaschine. Und einen Wäschekorb und eine geile Uhr. Was? Wir haben schon 23:30? Im Englischen heißt Marianne. Marianne. Es gibt irgendeinen komischen Horrorfilm, der Marianne heißt. Glaube ich. Habe ich aber nicht gesehen. Hinterher ist mein ganzer schöner Spielplatz blockiert hier mit Häusern. Das wäre doof. Apropos, Moment, was war das denn? Wäre es gewesen. Aus dem Weg, du. Honk, du. Warte mal eben, da ist was. Das Space-Pokémon kennst du? Ja, Pikachu. Habe ich gesehen. Fand ich witzig. Heute Nacht um 1 habe ich den gesehen. Ich bin ja schon seit 1 wach oder so. 2? Irgendwie sowas. Ich bin, bin heute Nacht irgendwie wieder wach geworden, so früher. Ja, warum denn? Ich gehe kaum spät ins Bett und schon kann ich schon wieder nicht schlafen. Oh, Scheiße, was habe ich hier jetzt gemacht? Was ist das Ding jetzt gewesen, da? Ja? Nein, das ist zu weit hin. Was ist hier jetzt das Problem? Nein! Ich darf jetzt hier noch einen weiter nach vorne buddeln. Aufschippen. Alles so wegen dir, Markus. Und alles so wegen Joy-Con Drift. Markus, geh weg. Stehst am Weg rum. So sieht's aus. Okay. Ja, so kann man's annehmen. Ja, okay. Okay. So. Jetzt geh doch weg, du doofe Kuh. Steh mir nicht im Weg rum. Bis dann. Bis später. Okay. Alles klärchen, meine Bärchen. Jetzt kann ich hier mal ein bisschen meine Schaufel schwingen. Die Preise dafür sind echt unter aller Sau. Für die Brücke? Ja, ich habe jetzt auch die teuerste Brücke genommen, ne? Quatsch, die teuerste Brücke, den teuersten Aufgang, weil der mir gefällt. Natürlich nur das Beste für die Stadt hier, ne? Aua. Warte mal eben, was ist denn das, der Baum da aus dem Weg? Ganz ehrlich, das geht nicht, ich brauche mal ein paar Obststücke. Ich muss jetzt mindestens einen Baum hier weg haben, um zu zählen. Ich habe mal zählen gelernt in der Grundschule.
1, 2, 5. Oh nee, da habe ich mich doch verzählt. Ich sollte nochmal zur Grundschule gehen, genau. Jetzt schaufelt das Ding doch nicht zu. So, Vorsicht. Und der hier. Ich möchte da jetzt... Susanne, geh mir aus dem Weg. Ach, du heißt ja gar nicht Susanne. So. Jetzt muss ich mal ausreden. Wo ist denn hier die Mitte? Ich brauche eine genaue Mitte. Okay, ich mache mal eben die Seiten weg so. Das wäre 1. Ey, weg da. Nein, das ist schon die 2. Okay. 2. 3. Moment, hier ist die 4. 5, okay. 6. Hier ist die Mitte, okay. Das heißt, hier müsste ich den Brunnen aufstellen. Das heißt, ich muss mal eben hier... So, da müsste ich meinen Brunnen dann aufstellen. So, was? Koloss, kannst du eigentlich... doch auf dem Festplatz nicht den Kanaldeckel in die Mitte platzieren? Nee, leider nicht. Ich kann auf dem Festivalplatz leider gar nichts platzieren. Hoppla. Hier lässt sich halt überhaupt nichts platzieren. Das ist echt doof. Cool wäre es natürlich. Kann da der noch? Nö. Ich wollte noch ein paar bauen hier, aber so an diesen Kreuzungen. Hier so, hier hin auch noch mal einen. Aber dafür brauche ich ein bisschen Eisen. Das mache ich im Laufe der Zeit noch. Ich habe einen einzigen besonderen Gullideckel und das ist dieser hier. Der ist mit einem Schloss drauf. Beziehungsweise heißt der Schloss. Das ist ein japanisches Ding. Jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Ich muss mal eben nach Hause laufen. Nintendo. Why you do this to me? Ich freue mich auf morgen, dann kann ich hier meine Brücke endlich... meinen Aufgang endlich benutzen. Was ist denn das? Was soll ich denn da? Achso. So, ich müsste mal was schauen hier. Habe ich jetzt 5 Stück von denen oder sind das nur 4? Was wollte ich haben? 4, okay. Nee, was wollte ich haben? Brücke. Meinen Brunnen wollte ich holen. Da. Und ich will nochmal eben runter gucken. Wegen der Muscheln. Dass ich diese hier zumindest mitnehme. Vielleicht finde ich unterwegs noch ein paar Muscheln. Ach, ich brauche Angel. Ja. Hey, ich habe hier doch einen See. Im Grunde einen sehr kleinen See. Im Grunde könnte es auch mein Pool sein. Ich weiß es nicht. Mein Fake Pool. Ich finde meine Wasserfälle da irgendwie ganz schön. Richtig gerechnet? Ich hoffe doch. Moment, wenn hier vorne... Moment, wenn da wieder so ein Gehweg ist, ne? Was ist hier los? Wenn ich einen Pool sehen... den Pool sehen? Wegen See. Oh mein Gott.
ich ab da gerechnet oder ab dem davor? Sieben sind das hier. Eins, zwei, drei. Sieben. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Richtig. Gut, dann habe ich das ja richtig gemacht. Das ist noch später, den ich haben will. Gib mir den aus dem Weg, so. Meine Angelegenheit. Schmetterlinge. So, und jetzt werde ich mal gucken, wo jetzt mein komischer Platz hier hinkommt. Der Platz kann nämlich erst hier entstehen, wenn das Museum aus dem Weg ist erstens. Und das wird noch ein paar Tage dauern, glaube ich. Aber ich kann schon mal gucken, wie mein Platz aussehen wird. Wenn ich diesen Schmetterling weggepackt habe. So, Platz. Ich weiß ja jetzt, wo die Mitte ist. Das Ding ist recht groß. Richtig, so sieht's aus. Oh mein Gott, das wird doch relativ groß. Gut. Ich würde hier nochmal so einen kleinen Platz hinsetzen, dann. Und dann so Gehwege nach links und nach rechts, dass hier so kleine Parks oder sowas noch sind. Keine Ahnung. Gucken, was da hinkommt. Provisorisch mache ich hier erstmal diesen Gehweg hin. Genau. Diesen Gehweg hin. Mache ihn weg, genau. Nein. Weißt du nicht, wo unten ist? So. Ganz ehrlich, so. So. Hey, das steht aber nicht gerade. Steht noch weniger gerade. Hä? Hey? Der gehört so dann. Okay. Doch, dann ist das hier die Mitte. Alles klar. Das gerne so machen. Je nachdem, wie der Platz hier ist, kann ich hier so ein paar Bänke noch irgendwie ransetzen, denke ich. Dass hier dann irgendwie zwei Bänke sind und dann darum noch ein bisschen Zaun oder sowas. So. Hier so eine Bank. Hier so eine Bank. Und dann geht der Weg hier auch wieder rüber. Moment, das kann ich auch schon mal ein bisschen markieren. Ich würde halt gerne einen anderen Boden benutzen dafür später. So, Moment. Wenn ich den so nehme. Meine Fresse, das Joy-Con drift, kotzt mich so an. Aber so geht das nur in die eine Richtung hier mit den Bänken. Das heißt, wenn ich hier oben noch eine Bank ransetze und dann dahinter Zaun. Außer ich mache das so. So, dann würde hier eine Bank stehen und da eine Bank stehen. Und dahinter dann Zaun. Da muss ich echt mal gucken hier, so. So und so. Richtig.
Richtig, richtig. Lohnt sich das, die Seiten hier abzurunden? Oder vielleicht nicht. Aber so stelle ich mir das vor mit dem Platz hier. Dass hier halt so diese Bänke noch stehen, obwohl... Ist das nicht ein bisschen gedrungen dann? Moment, stehen die außerhalb oder stehen die innerhalb? Vielleicht muss das alles noch ein bisschen länger werden hier gleich. Egal, das gucke ich dann, sobald ich es bauen kann, hier ganz ehrlich. Erstmal muss das Museum aus dem Weg und die Schneiderei. So, aber schon mal so provisorisch geplant hier ist doch gut. Obwohl, lass mich mal gucken, wenn ich hier jetzt noch So wird es aussehen wahrscheinlich. Dann würde hier auf dieser Fläche hier... Genau, hier in der Ecke würde ich wahrscheinlich einen Mülleimer hinstellen. Oder eine Laterne. Eine Laterne, die sieht schön aus. So, dann habe ich hier so Laternen. Und zwei Bänke, wo man drauf sitzen kann. Und so Durchgänge. Wo man dann entweder zu meinem Haus hochkommt. Oder in die andere Richtung. Ich hoffe, dass das nicht zu gedrungen ist oder sowas. Die Bänke hier stehen. Nein, nehmen sie doch auf, ey. Alter, nehmen sie doch auf, ey. Ich setze mich drauf. Nein, nehmen sie auf. Ich habe nicht, dass hier vorne Bänke hinkommen. Beziehungsweise noch nicht. Ich will diese Bänke nicht hier haben, diese Baumstammdinger. Ich hätte schon gerne anständige Bänke. Aber zu provisorisch Gründen kann ich das gut verwenden. Jetzt ist die Frage, sind die überhaupt zwei breit oder drei? Nee, sind hier genauso breit, wie ich mir denke. Mal hier. Hier eine Bank und da eine Bank. Das sind dann aber sehr viele Bänke. Egal, das ist halt so ein Platz. So, guck mal. So sieht es dann aus. Im Endeffekt nur mit richtigen Bänken. Und Laternen und Zaun drumherum. So, hier, da, da. Sieht doch gut aus. Und dann gucke ich mal, ob ich das hier vielleicht zu so einem kleinen Park führe oder sowas. Das sehe ich ja erst hinterher. Auch mit der Brücke, dem Aufgang, den ich hier noch hinbauen muss. Den tue ich wahrscheinlich hier in die Ecke so, dass man von der Seite irgendwie schräg so oder von der aus Richtung so raufkomme. Mal gucken. Mariannes Haus kommt jetzt als nächstes weg, das ist gut. Und dann, ja... Hier so ein Dingens, da muss ich da mal rumrennen, um in mein Haus zu kommen. Der Brunnen ist halt brunnigmäßig so. Brunnenmäßig gut drauf, wa? So. Ich müsste mir eigentlich einen neuen Dingens hier bauen. Eine neue Angel. Habe ich jetzt irgendwie gehauen? Ich soll noch einen Obstbaum pflanzen, ne? Ganz ehrlich, Obstbäume nerven mich ganz doll. So sinnlose Obstbäume vor allem. Ich habe doch meine kleine Plantage, die reicht mir. Steine kloppen, alles klar. Ach nee, eigentlich nee. Ich würde aber auch gleich dann Feierabend machen erstmal. So. Also. Mich erstmal anständig hinsetzen hier so.
Wenn ich das da unten so sehe, warte mal eben. Ich geh mal oben zu meinem Haus eben und dann gucke ich auf die Karte. Muss ja sowieso nach Hause, ganz kurz. Oh Gott, mein Magen macht komische Sachen. Nee, Moment. Die App. Die hier, so, da oben ist mein Haus. Dann sehe ich links davon mein komisches Blumenzüchtraster. So testweise gucke ich mal, was daraus wird. Aber ich denke mal, da kommt später mein Blumenmeer hin, wenn ich ein paar mehr Blumen habe und sowas auch. Dass ich da ein bisschen was machen kann. So, ach, Moment. Grisha wohnt jetzt da unten. Sie wohnt da unten. Marianne wohnt da. Morgen. Und Ilona wohnt da auch schon. Gut. Ja. Ich mache mir gerade einen Plan. Wen lasse ich denn als nächstes umziehen? Wahrscheinlich Dolly. Die zieht dann vielleicht auf die andere Seite. Aber unterhalb von Ilona, weil ich hätte gern Nelly neben Ilona. Weil die können danach alle folgen. Die nächsten vier dann. Das heißt, ich habe jetzt noch 5 Tage hier die Dinger zu tun. Das heißt, am 6. Tag, das heißt nächste Woche Dienstag, Mittwoch oder so erst, packe ich dann das Museum darüber. Das heißt, es dauert noch lange. Aber solange kann ich mir überlegen, vielleicht mir Inspiration suchen, gucken, was ich da hinbauen kann. Hab ja schon so manches auf YouTube gesehen. Aber selbst muss ich mir was ausdenken. Mal gucken, was draus wird. Boah, irgendwas juckt mich. Ja, die ganze Kacke werde ich auch noch umpacken, dann sobald das geht. Ich brauche noch ein paar Brücken. Ein paar Aufgänge. Es wird alles noch sehr viel Geld fressen. Aber am Ende des Tages werde ich glücklich sein. Hört bei ihm. Ich will noch eben meine Schmetterlinge verkaufen und gucken, ob ich vielleicht diese Muschel finde. Ich hoffe mal, dass ich das Rezept hier für die Bank oder für den Tisch hier mal kriege irgendwann. Wäre schön. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher mit diesen Bänken, ne? Es ist zwar ganz schick so, aber mit dem Rumlaufen ist das. Ja, werde ich sehen. Wollte ich tun? Ach ja. Shit, ich wollte mir eigentlich eine Angel bauen. Blöd. Ja, wird wohl nichts mehr vor heute Abend. Oder vielleicht spiele ich ja nachher noch ein bisschen. Ich weiß ja gar nicht. Gerade eben ist der Stand, dass ich gleich erstmal eine Runde döse und dann mache ich mir was zu essen und dann. Und dann. Dann streame ich heute Abend um 20 Uhr wieder. Da finde ich noch meine Muschel, dass ich mir den coolen Hocker bauen kann. Ich kann zurzeit echt nicht wirklich wach sein. Ich bin so durch irgendwie. Ich weiß nicht, ich bin so krass müde. Nachts kann ich nicht schlafen, weil mir übel heiß ist. Und tagsüber komme ich auch nicht zu Sachen. Ist echt schlimm. Ich schmeiß mich gleich erstmal weg. Sigi wollte was von mir. Sigi wollte was von mir? Oh shit. Ja, dann will er jetzt, glaube ich, nichts mehr von mir. Wo ist er denn? Sigi.
Ja, keine Ahnung. Sie holt was. Hallo. Ich habe eine Gegensprechanlage. Die brauche ich eh nicht mehr. Bitteschön, dankeschön. Achso, dankeschön. Bitteschön. Die weiß ich zu benutzen. Danke. Die kommt jetzt direkt vor mein Haus. Also oben, irgendwo an den Zaun. Denn sie können auch mit mir reden über diesen Gegensprechling. Das müsste hier vorne irgendwo stehen, weißt du? Hier muss der Zaun noch ein bisschen weiter zur Mitte. Und dann lasse ich das Ding einfach hier stehen oder so. Mal gucken, wie sieht's aus? Wie jetzt? Das lässt sich nicht drin, draußen platzieren? Hier eine Mauer? Nö. Och, das ist ja doof. Ich dachte, ich könnte jetzt so eine Gegensprechanlage draußen machen. Der hat, wie Ilona, vorhin reagiert, als du vorbei bist. Oh, das habe ich nicht gesehen. Ich habe mitbekommen, dass die beiden Dingens dahin geschnackt haben. Der Bär hier. Wie heißt er? Griecher und Dingens da. Aber das habe ich nicht gesehen. Oh, Kacke passiert. Ich habe eine Gegensprechanlage für mein High-End-Haus. Hier, Mauer, Wand hier. Mal gucken, komme ich da ran? So, das steht hier am besten. Ja, oh, scheiße. Ach, ich wollte gar nicht rausgehen. Aber das passiert ab und zu, dass die dann einfach so irgendwas von mir wollen oder so. Wenn ich verpasse, ist halt Pech irgendwo, ne? Meine Nase, ey. Heute sind die Pullen mal wieder recht aktiv, so ein Shit, ey. Ich wette damit, dass mein Nachbar da nochmal klopft. Hallo? Ja, willst du dich hier die Dinge zu mir machen? Ja, das mache ich, wenn ich wieder gesund bin. Gegensprechanlage. Piep. Warum er auch immer so hoch hüpft. Was? Was wird denn das hier? Es schwebt ja schon was. Aber er macht keine Geräusche mehr von wegen, dass er auf dem Boden aufsteht. Lull. Hast du das gesehen? Bildunschärfe. Diese Unschärfe immer, ne? Was soll denn das? Alter, was ist das hier? Eine alte Tüte Kekse. Hey, ich habe meine 5 Dinger. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ja gut, weißt du, ganz ehrlich, was? Sag deinen Nachbarn, du hast Corona. Ja, dann wollen die nichts mehr. Ja, Gerd. Ich hab Corona. Direkt ins Gesicht gerustet. Direkt ins Gesicht gerotzt aus Versehen. So. Oh, hoppla, tut mir leid. Hm, jetzt hast du Corona. So, ich suche was. Ich suche was Baumaterialmäßiges. Ich wollte eine Angel bauen. Dann habe ich zumindest eine für später. So. Und einen Hocker wollte ich bauen. Und dann lege ich mich gleich mal ein bisschen pennen. Ganz ehrlich, ich bin ein bisschen müde und fertig. Ich habe heute Nacht Hitman gespielt. Ich hatte nichts Besseres zu tun, als 2 Stunden Hitman zu spielen. Die gleiche Mission. Die ganze Zeit eine Scheiße gebaut. Oh nein, mein Kostüm ist kompromittiert. Was mache ich jetzt? Ich laufe erstmal. Ich versuche ja immer, also es ist ja, Hitman ist ja so Sandbox-mäßig, du kannst ja halt im Grunde tun lassen, was du willst. Das Ding ist, ich habe mich halt echt mal ein bisschen ausgetobt. Ich habe halt nach anderen Methoden gesucht, wie ich die hier meine Ziele töten muss. Dann habe ich da einfach mal geguckt, so, was gibt's denn hier noch Schönes?
Dann habe ich einfach mal geguckt, so, ja, was geht denn hier? Okay. Hab dann erstmal. Das ist, glaube ich, die dritte Mission oder sowas in Hitman im ersten Teil. Von der neueren Serie. Moment, wir haben es 12. Mein Muschelding nehme ich aber noch mit. Hier, mein Muschelding. Oh, mein Muschelding gebe ich noch an den Strand und das. Ich erledige jetzt noch ein paar Sachen. So. So, in der Mission habe ich 2 Leute zu töten. Einmal den komischen Caruso heißt der. Caruso. Silvio Caruso. So. Oder so. Und den soll ich irgendwie abmurksen. Das Ding ist, ich habe keine Ahnung, was, wieso, weshalb. Ich habe da jetzt nicht die Mission so verfolgt. Ich weiß nur, den und den soll ich töten. Der Rest interessiert mich nicht. So. Dann habe ich ihn halt, habe ich geguckt, so, was fehlt mir denn noch an diesen Sammeldingern, so was ich für die Infos oder so rausfinden sollte. Dann habe ich irgendeine Krankenakte von ihm gefunden oder so. Von wegen, dass er irgendwie psychisch instabil war oder ist. Nervenzusammenbruchmäßig irgendwas. Und so, dann habe ich geguckt, was ich denn zu tun habe noch, um dieses Ziel zu verfolgen, wie ich ihn damit umbringen kann. Und dann habe ich ihn irgendwie abgelenkt bekommen, dass er irgendwie so einen halben Zusammenbruch irgendwie hatte. Und dann habe ich ihm einfach ein Messer ins Gesicht geworfen. Oh, den brauche ich. Oh, nein, keine Angel. Diesen Schmetterling brauche ich. Gib mir den. Und ja, dann habe ich mich halt als Pestdoktor verkleidet. In so einem Raum war da so ein Pestdoktor-Ding, wo dieser Projektor war, wo ich den dann kaputt gemacht habe mit dem Video, was da drüber lief. So ein bisschen nervenzusammenbruchmäßig, keine Ahnung. Und dann habe ich ihm halt einfach das Messer ins Gesicht geworfen. Kurz danach waren dann die Wachleute da. Scheiße, dachte ich mir, mein Kostüm ist kaputt. Kacke. Was mache ich jetzt? Blöd. Bin ich irgendwie rausgeschlichen, hab's dann noch hingekriegt. Hab dann draußen irgendwelchen Blödsinn gemacht. Hab dann versucht, wieder in diese Villa reinzukommen. Aber das ist doof halt, wenn man dieses eine Kostüm hat und nicht genau weiß, wo kriege ich jetzt ein neues Kostüm her. Also bin ich erstmal ein bisschen rumgelaufen, hab ein bisschen was geguckt, hab ein paar Leute verprügelt, hab ein paar Leute getötet. Man sollte eigentlich nicht so viel, man soll eigentlich nur die Ziele töten. Nicht Ziele, wenn man Leute tötet, die keine Ziele sind, dann kriegt man Minuspunkte und ist nicht gut. So. Dann dachte ich mir, ja komm, ich scheiße jetzt einfach mal drauf heute, so, ganz ehrlich. Hab mich dann so um nebenbei Sachen gekümmert noch so. Hab dann irgendwie, ich glaube, das war noch bevor ich drin war. So eine kleine Kirche ist das mit so einem Pastor und so Gärtner, und dann soll ich da irgendwas erledigen. Und hab da erstmal richtig viel Scheiße gemacht. Wurde dann erwischt, dann wurde ich wieder nicht erwischt und bin weggelaufen. Und keine Ahnung, und so hin und her. Es war einfach nur ulkig. Ich hab den Pastor halt, ich glaub, ich hab dem irgendwas ins Gesicht geworfen. Nee, ich hab den mit der Schalldämpferpistole ins Gesicht geschossen. So. Ich wollte eigentlich sein Kostüm haben. Mich einfach mal als Pastor verkleiden hier. Hat aber nicht hingehauen, scheiße. Dann habe ich irgendwo noch einen Klempner gefunden und mit dem habe ich auch irgendwas ins Gesicht geworfen. Und kurz vor Ende, also so, dann als ich endlich mal irgendwas hatte wieder, um in diese Villa zu kommen, nämlich so ein Villa-Wachen-Outfit. Moment, was soll ich jetzt tun? Sachen verkaufen. Richtig. So ein Villa-Wachen-Outfit hatte ich und konnte dann endlich wieder in die Villa reingehen und hab dann da die nächste Person gesucht und geguckt, was kann ich denn da noch machen, was braucht die denn? Und dann habe ich halt herausgefunden, was ich da brauche und so auch immer so rumgeschlichen, gehofft, dass sie mich nicht sehen, die anderen, weil es gibt halt immer Leute, die erkennen, dass ich nicht zu denen gehöre und dann stehe ich dann da halt wieder kompromittiert und kann nichts mehr machen. Blöde. Ja, dann war ich aber sehr vorsichtig, ich hab's gut hingekriegt. Und, ja, ich hab mich halt dann um die Olle gekümmert. Hab die dann ein bisschen verfolgt, geguckt, so, was macht die da? Wie läuft die? Diese Routinen, die muss man ja echt so in diesem Stealth-Gedöns, so muss man die Routinen von den Figuren so ein bisschen verfolgen. Was machen die Wachen? Was macht die Person selber? Hier und da. Hab ich geguckt, die steht da rum und telefoniert. Die steht an so einer alten Steckdose. Mist, ich hab keinen Schraubenzieher. Hab ich mich umgeguckt, hab ich einen Schraubenzieher gefunden.
Hab dann diese Steckdose kaputt gemacht. Die hat dann halt so kurzschlussmäßig am rumspacken. Sprühfunkenmäßig. Und dann habe ich noch einen Wasserhahn gefunden, da ganz in der Nähe für so einen Gartenschlauch. Und hab dann erstmal einen Gartenschlauch angemacht da dran. Das heißt, Strom und Wasser zusammen ist nicht so gut für Menschen. Oder für Lebewesen generell. Und ja, da habe ich einfach mal das Ding angemacht und bin einfach weggegangen. Weil ich weiß ja sowieso, dass die Routinen einfach weiterlaufen. Ne? Und da habe ich erstmal, habe ich dann kurz danach die Nachricht bekommen von wegen, yo, Ziel erledigt, unbemerkter Kill. Geil. Weil sie sich dann halt in diese Pfütze gestellt hat und, verreckt ist. Null. Es war schon witzig. So, dann habe ich halt weitergeguckt. So, jetzt habe ich noch meine dritte Aufgabe. Ich habe ja drei Aufgaben in der Mission. Halt zwei bestimmte Leute töten und einen Virus zerstören. Und dann dachte ich mir dieses Mal, ja komm, ich habe jetzt so viel Scheiße gebaut schon. Die Punkte sind mir eigentlich auch völlig Wurst. Hauptsache ich krieg meine Ziele erledigt, ne? So diese Sammeldinger. Und, ach Scheiße, jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Und dann war ich halt als Soldat verkleidet. Ich bin da halt reingegangen in diese Höhle. Das ist so eine Höhle, so ein Labor. Und da sind die irgendwie mit so einem Virus am rumwerkeln. Und ich soll diesen Virus zerstören. Und normalerweise gehe ich da rein. Also ich habe das schon mehrmals beendet, die Mission. Ich gehe da rein als so ein Wachtyp. Weil ich den irgendwie überwältigt habe, seine Klamotten angezogen habe. So, jetzt bin ich ein Wachtyp. Und normalerweise verkleide ich mich dann als jetzt habe ich schon wieder verpasst, was denn? Dann verkleide ich mich normalerweise als, wie heißt der? Als Laborhani hier, wie heißen sie? Forscher, richtig. Hat jetzt irgendwie nicht so hingehauen, weil irgendwer hat mich gesehen oder so. Oder ich habe mich irgendwie ominös verhalten. Und war direkt auffällig. Scheiße, dachte ich mir. Ja. Dann dachte ich mir aber auch hier im Moment so jetzt, ja komm, YOLO, ganz einfach. Und hab dann halt, alles erschossen, was mir in den Kragen wollte. Dann kamen da ganz viele Wachleute, dann kamen da ganz viele Wachleute aus der Villa auch noch. Also ich hab dann echt alle umgeballert, die ich konnte, ey, ganz ehrlich. Hinter war da keiner mehr am Leben. Die Forscher, die da schreiend rumgelaufen sind, die schießen nicht, die haben keine Waffen, nur die Wachleute halt, ne? Hab mir dann schön Munition und sowas, Waffen und sowas, alles noch eingepackt. Die Wachleute habe ich ausgenockt, alle noch, die da. Quatsch, die Wachleute, die Forscher, alle, die da rumgerannt sind, die habe ich noch ausgenockt. Und dann dachte ich mir so, ich könnte jetzt die Mission beenden, weil ich ja jetzt alles fertig habe. Ich habe den Virus ja zerstört und sowas, ne? Nee, komm, das lasse ich. Bin dann einfach raus in die Stadt gegangen, hab da so einen Clown, so einen Straßenkünstler, so einen Clown war das, so ein komischer, den habe ich erstmal ausgenockt und ich glaube, den habe ich sogar mit einem Golfball getötet. Denn ich habe, es gibt so eine Mission, also es gibt so eine Tötungsart für einen Typen am Anfang, der mit seinem Psychogramm, dass man den mit einem Golfball tötet, der explodiert. Weil der spielt halt Golf. Und da tut man einfach so zwischen seine normalen Golfbälle einfach mal so einen explosiven Golfball. Ja, null. Den kann ich halt auch woanders verwenden. Da habe ich den einfach gegen diesen Typen geworfen. Mitten in der Stadt. Unter Menschenmengen. So. Boom. Dann wurde ich halt wieder beschossen von irgendwelchen Wachleuten. Das war halt doof. Dann habe ich da immer noch so geguckt. Oh, scheiße, wie kriege ich die jetzt alle down? Bam und keine Ahnung. Und ich habe so viele Minuspunkte gesammelt. Es war echt mega lustig. Die ganze Zeit noch als sehr blöde Clown durch die Gegend. Dann war ich wieder in der Villa, weil ich dachte mir so, ach scheiß drauf, ich gucke jetzt einfach mal überall rum, ob ich noch irgendwas Bescheuertes finde. So. Dann war ich in der Villa. Hab da das Pestdoktor-Auto wieder gefunden. Hab mir das reingeholt und ein Amputationsmesser. Hab dann damit rumgeworfen. Die ganze Zeit Leute damit abgestochen. Es war richtig schön bescheuert, ey. Oh, meine Fresse, willst du mich verarschen, ey? Nee, komm schon.
ist nicht schnell genug. Oh mein Gott. Mein Gott, ich krieg's einfach nicht gefangen, das Drecksding, ganz ehrlich. Was habe ich jetzt noch zu tun? Nix. Baum pflanzen vielleicht hier. Hier kommt Baum hin, so, zack, fertig. So. Hab dann meine Mission zu Ende gebracht, so easy. Hab noch ein paar Leute geboxt und erschossen und so. Einfach so irgendwelche Leute in der Stadt. Und ich habe Kanonenkugeln gefunden. Kanonenkugeln und Schwarzpulver. Hab dann erstmal Kanonen gebaut, hab rumgeballert. Das sind das wahrscheinlich auch noch so geheime Tötungsarten. Da muss ich nur gucken, wie ich das hinkriege. Ohne erwischt zu werden, halt die Leute dann mit der Kanonenkugel abzumurksen. Sehr lustig eigentlich. So, nichtsdestotrotz, das war's für heute. Nee, das war's für jetzt. Oh nein. So. Das war's für jetzt. Wie viel Geld habe ich eigentlich? 11.000. Okay. Wir haben nachher noch viel zu sammeln. Und damit würde ich erstmal sagen, das war's mit 24 Minuten Minecraft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, wenn ihr Bock habt. Vergesst die Glocke nicht. Gebt mir ein Däumchen rum, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, sehen wir uns heute um 20 Uhr wieder zu einer weiteren Folge Animal Crossing am Abend. Ja, bis dann.